Hallo unsere Leute zu einem lustigen Run, denn ich bin heute nicht alleine. Und wir nehmen nämlich beide gerade auf und machen einen lustigen Run und gucken einfach, wer in 20 Minuten weiterkommt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ne? Ja. Alter, was habe ich getan? Was? Irgendwie spackt Isaac bei mir rum. Ich muss mit Tastatur spielen, BTF. Ich habe das noch nie mit Tastatur gespielt. Mein Controller wird gerade nicht erkannt. Okay. Ich habe schon ein ganzes Herz verloren. Ah, Mann. Komm, Controller, bitte. Verdammt. Tu was. Alter, was ist das? Okay, ich spiele Tastatur. Du wirst gar nicht wissen, wie schlecht ich gerade bin. Ich habe schon 1,5 Herzen verloren. Okay, ich habe eins verloren, weil ich in Feuer gelaufen bin. Okay, das ist noch schlauer. Okay, und ihr werdet gleich spätestens auf der dritten Ebene sehen, was bei uns verkehrt läuft. Als ob ich so weit komme. Oh doch, das wird... ab dann wird es nämlich einfach. Hä? Denn ich kann es den Leuten sagen, viele kennen es wahrscheinlich schon, die Isaac generell interessiert. Wir machen nämlich den Basement Run und mit dem Seed Basement. Und das Besondere ist, man kommt nie über das Basement hinaus. Das heißt, wenn man in die dritte Ebene kommt, fliegt man zurück in die erste Ebene. Als ob? Ja. Echt? Und ist nachher einfach mega OP und one-shottet eigentlich alle Gegner. Ich komme aber gerade nicht weiter. Ich hänge in einem Raum fest. Hä? Ich pinkel die jetzt alle an. Ich hab so ein Item bekommen, wo ich pinkel. Ich bin gleich tot. Ich habe das noch nie mit Tastatur gespielt. Das ist ja voll der Erfolg für mich. Da kann ich gleich mal schreiben. Oh mein Gott, ich habe gegen den echten Josh gewonnen. Hoio! Hoio! Okay. Okay, ich muss den Boss jetzt schaffen mit einem Herz. Mama! Das ist Mama! Okay. Ja, ich hab einen YouTuber-Besicht! Ja, komm mal die Fresse, mein Kind. Geh direkt mal gegen den Boss. Komm bitte, Monstro. Verdammt, Görlings. Oder Görklings, oder wie heißen. Die Viecher, welche ihre Tage haben. Oh, nee. Hoio. Piss die erstmal an. Oh, also, ja. Also, ich bin so gespannt. Ich guck mir nachher auf jeden Fall deinen Run auch an, um zu wissen, was du gemacht hast. Lass am besten beide parallel laufen. Schön, beide parallel laufen, eine Stimme, dann nochmal, dann gucke ich es mir auf jeden Fall an. So, du bist schon mein Boss? Okay, dann bist du... Gott. Okay, ich hab direkt mal einen richtig scheiß Boss. Okay. Ich sterbe sowas von... Ich habe 1,5 Herzen und hab die gerade mal zur Hälfte runter und ich hasse Girlings. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ach, du Schande. Ich hab so eine kleine Range. Ich bin tot. Restart. Ja, ich restarte. Ich hab ein halbes Herz. Yoshi! Ah! Er ist eigentlich Yoshi, aber ich nenne ihn mal Yoshi. Ich finde es witziger, ich bin tot. Okay. Ich restarte auch. Okay, gut, mal schauen. Ja, bis in die Bros. Ich bin nach dir gestorben. Oh, sind wir scheiße. Okay, das ist mir bei Basement noch nie passiert. Wo setze ich eigentlich so eine Bombe hier? Ich weiß das nicht. Wo weißt du was? Mit E, glaube ich. E, okay. Ich habe es bei mir ein bisschen umgestellt. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, wie man mit Tastatur spielt. Hast du echt noch nie mit der Tastatur gespielt? Oder kannst du die reinschreiben, mein erstes Mal? Mein erstes Mal? Hoja! Oh, oh. Oh, ja, mein erstes sogar Mal. Sogar zwei erste Male. Die erste Aufnahme und... Geil. Okay. Bring jetzt erstmal was. So ungewohnt, beide Hände an der Tastatur zu haben. Oh Gott! Oh Gott, direkt ein halbes Herz. Oh, jetzt habe ich hier noch so viel Kacke auf dem Boden liegen. Also ich glaube, ich lasse dann deine Aufnahme auch bei mir laufen. Oder wolltest du das auch so machen? Ich weiß es nicht, ob ich es dann irgendwo einblenden soll oder nicht. Das wird ja... Ich glaube eher nicht. Wir müssten uns das ja schicken. Das wäre ja wahrscheinlich dauern. Ach stimmt, es wird mega dauern. Na gut, dann nicht. Die Datei ist relativ groß als Rohdatei, wobei ich könnte sie rendern, aber dann wäre sie immer noch groß. Na, okay. Bei mir wird sie auch relativ groß, besonders weil ich auch mit Traps aufnehme. Oh Mann, ich renne immer wieder in diese scheiß roten Kackhaufen rein. Nur wenn man Blut im Stuhl hat. Ja, schlimm. Okay. Mal schauen, ob ich noch irgendwie mal in diesem Run OP werden sollte. Ach, du ein OP. Ich mach dich fertig. Oh, wieder gegen Görklings. Wollt ihr mich verarschen? Larry Jr. Jawohl, endlich mal ein leichter Gegner. Oh nein. Können wir tauschen? Ich hatte eben echt ein beschissenes Item. So. Keine Ahnung, ich hatte so Pipi-Strahlen und die gingen nicht so weit. Ich hatte eigentlich ein mega OP-Item im ersten Versuch. Traurig. Ja, aber das ist gut, dann habe ich mehr Chancen. Ja, ich bin jetzt früher in meinen zweiten Versuch gestartet. Das heißt eigentlich. Ja, gut. Ja, yeah, gut. Aber ich bin aber noch gestorben, das ist schon ein Achievement. Okay, das da. Bin krass genug. Ja.
einfach stolz auf mich, okay? Bin ich doch. Nein, tut mir nicht weh. Oh mein Gott. Das Lustige ist ja, Yoshi und ich hatten nie wirklich Kontakt, aber wir haben uns schon auf der Gamescom gesehen. Das finde ich ja irgendwie lustig. Ich hoffe eigentlich mal, dass ich auch nächstes Jahr auf der Gamescom mehr Leute treffe. Okay. Tears Up. Tears Up ist gut. Gut, nächste Ebene. Was nützt ein Tears Up? Mehr Tränen schießen. Also, achso, schon, Geschwindigkeit, wann du wieder schießt. Ja, genau. Okay, ich habe eine. Nice, nächste Goldraum direkt gefunden. So. Oh, ich hab den Boss gleich tot. Komm. Okay, der Boss ist tot. Eigentlich ist jetzt nur spannend, was jetzt am Anfang, wie schnell wir haben. Oh, Lucky Food, das ist so schlecht. Ich weiß noch nie, wo die Geheimräume sind, aber meistens rate ich recht gut. Geheimräume, die einen. Kannst du eigentlich gut abschätzen, oder? Die einen sind halt immer da, wo die meisten. Oh, eine Treppe? Ich glaube, hier ist eins. Mal kurz gucken, was da unten ist. Na, verdammt. Ich will keine Schere. Ich hasse die Schere. Okay, ich kann direkt in die zweite rein. Bist du auch schon in der zweiten drin? Ja, ich bin in der zweiten drin. Okay, ich geh jetzt mal rein. Ich habe ja noch geguckt, ob da irgendwas... Ich hoffe, die 10. erreichen zu können. Oh Gott. Werde ich nie. Doch. Glaub mir das. Die Gegner sind ja relativ... Okay. Cut and run. Okay. Also ich habe Mom schon mal besiegt, aber das war dann echt voll knapp mit einem halben Herz. So weit kommt's ja gar nicht. Du kommst ja nie so weit. Ach so, ja, stimmt. Hast du eben schon gemeint. Der Basement Run ist, du bleibst die ganze Zeit in den ersten beiden Ebenen. Hast also nur leichte Gegner und kriegst die ganze Zeit immer wieder Items. Was ist mir Ball of Steel? Das ist, du kriegst zwei blaue Herzen. Ah, okay. Hab ich gerade gar nicht gemerkt. Aber ein Controller Isaac spielen, boah, da hab ich auch mal Bock drauf. Ist auch mega cool. Da müsste ich mir erstmal einen kaufen. Okay, dann geh ich mal da rein. So teuer sind die ja nicht. Ja, klar. Oh nein, ich hasse sie. Überall so Bomben. Mein Handy vibriert gerade ein bisschen. Ich hoffe, ich werde das gleich nicht angerufen oder so. Ich werde leider relativ oft angerufen. Hilf down, nein. Oder help down, nicht tief. Hilfe down. Hilfe down, oh. So, nächster Boss. Monstro, okay. Oh, Monstro ist voll leicht. Monstro ist echt einer der leichtesten Gegner. Und Gurgling auch teilweise, aber Monstro ist echt scheiße leicht. Ich fliege gerade. Ich bin ein fliegender Kopf. Mann, dann kriege ich Unterwäsche von Mutter. Oh Gott, ernsthaft? Geil. Ich habe nur Bullshit-Items gerade gekriegt. Okay. Die Unterwäsche von der Mutter nützt ja gar nichts, oder? Range up. Ah, okay. Die Schere als Leertasten-Item, was nützt du mir? Die Schere? Ach, haben wir die gleichen Items gerade? Ich hab auch die Schere. Das kann kein Zufall sein, Josh. Du kannst einen Raum fliegen. Ah, okay. Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du auch Damage ab. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe gerade irgendwie doch Monstro relativ schnell gelegt. Oh Gott, ich bin nicht. Ja, ich habe auch Monstro. Okay, wen hast du in der ersten Ebene gehabt? Gurgling. Okay, nee, die hatte ich nicht. Geil! Ja. Ein Raum mit nur einem kleinen scheiß Kackhaufen. Geil! Ich hatte eben einen Raum mit nur einem einzigen Schlüssel drin. Finde ich auch Bescheid, wenn man keine Gegner im Raum hat. Achso, wenn man so ein Item aufladen will, ärgerlich, aber sonst eigentlich auch mal ganz angenehm. Ja, klar. Ja, aber. Keine Ahnung. Schlüssel sind doch schön. Okay, da ist der nächste Bossraum. Okay, ran. Ich habe sogar gegen Monster, glaube ich, schon ein Herz verloren oder ein halbes, weil ich einfach durch diese Fliegen da, die noch sind, durch dieses Vieh. Das macht so süße Geräusche. Warum muss ich das töten? Das ist so süß. Aber ich hasse Fliegen, ey. Die sind richtig heftig. Oder die Fliegen, die zurückschießen, diese Grauen. Warst du schon mal Guppy? Weiß ich nicht. Guppy ist das Epischste überhaupt. Wenn du Guppy bist, bist du OP. Weil du einfach mit jedem Treffer eine Fliege spawnst und die Fliegen machen ja das Doppelte an normalen Base Damage. Ah, nee, hatte ich ja nicht. Und, okay, ich bin jetzt gleich in Ebene 4. Ich bin gerade mal noch in 2. Chill mal. Ich krieg trotzdem nur schlechte Items. Jetzt krieg ich noch Speed up. Ich hab auch nicht so gute Sachen. Das wüsste ich nicht, was die mir nützen. So, hoffentlich ein blaues Herz kommen? Ach, schade. Oh, aber noch so ein... Was ist mir das? Oh. Ich schiele irgendwie, keine Ahnung. jetzt ist die Frage, ob ich ein Herz für so einen schwarzen Umhang verwenden soll. Ja, definitiv. Was nützt er mir? Du kriegst, statt blaue Herzen kriegst du schwarze Herzen nur noch. Oh, Alter, habe ich viele Herzen. Ja, und du kriegst erstmal ein paar schwarze Herzen geschenkt. Ja, habe ich eben gesehen. Ist eigentlich ziemlich cool.
Ach nee, wartet, jetzt ist es in der zweiten Ebene. Hä? Ja, das, die Anzeige zeigt immer nur noch erste und zweite Ebene an. Ja, okay. So, was habe ich hier? Gut. Was ist denn das für ein Item? Alter, wie viele Herzen. Unbreakable. Krass. Okay, ich habe irgendein Item. Ich habe einen... Wie das? Ich habe einen Marder-Schwanz. Nee, das ist kein Marder. Wie heißt das? Was ist mir das, wenn ich so eine Dollarbrille habe? Je mehr Geld du hast, desto mehr Schaden machst du. Oh, krass. Also ist eigentlich dumm, Geld auszugeben, oder? Ja. Na gut, dann werde ich mal ein bisschen sparen. Ich kenne mich mit den Items halt kaum aus. Ich kenne so ein paar Items, aber das passt dann auch. Versuche ich mal hier TNT ein bisschen zum Platzen zu lassen. Hat er mir nichts genutzt? So, und Monstro. So. Hui. Oh, ich finde auch Spinnen blöd, die so hin und her hüpfen und diese schwarzen kleinen Spinnen. Alle sind fies. Ich weiß auch gar nicht, wie... Alle Gegner sind blöd. Das geht, Monstro finde ich echt cool. Ich weiß gar nicht, wie bei mir Isaac ankommt. Ich habe es jetzt nur ein paar hochgeladen, das war heute. Nein, Dingle! Dingle, oh, Dingle ich zum Glück noch nicht. Und Monstro besiegt. Jetzt muss ich gegen Dingle, also... Meine Güte, jetzt kriege ich noch eine... Nee, den explosiven Wollball. Challenge nee, vergessen. Gegen... Dingle, kein einziges Herz zu verlieren. Jetzt krieg ich Geld, weil ich die Krone habe. Ich habe nur scheiß Item, kein einziges Damage-Item gekriegt. Das ist so stupid. Oh Mann. Ja, ich schon. Zum und Beispiel dieses Dollar-Ding. Basement 5. Ernsthaft? Ach, direkt das nächste Bullshit-Item. Ich kann es nicht mal einsammeln, weil ich es nicht brauche. Ich habe noch kein Herz verloren und... Okay, doch, jetzt habe ich ein halbes Herz verloren. Aber Dingle ist fast tot. Ich habe Dingle mit einem halben Herz besiegt. Also ich hatte noch Herz und... Yo, oh, ich hab so viele, das ist doch cool. Statt Lucky Rock nehme ich jetzt einfach mal. Rat mal, wie viele Herzen ich hab. 10? Volle Leiste. 12. Alter Schwede. Okay, da ist der nächste Bossraum. Ich krebs gerade noch mit 4 rum. Wie viele Herzen hast du? Achso. Okay. Aber ich habe immer noch kein Damage Upgrade. Ich habe nichts. Oh, das ist eine Alter. Wie nutzt man nochmal? Wie nutzt man eine Pille? Items. Q? Okay. Ja, mit Q. Okay. Gut. Nächste. Oh, ich habe eine Brille. Dingle! Nein! Okay. Oh, cool! Gut, dass ich eine Stärkekarte habe. Ich bin Doppelking und kann doppelt schießen. Alter, ich habe echt starke Sachen, muss ich sagen. Also, ich bin gerade recht zufrieden. Schön, dass du schöne Sachen hast. Ich würde dir auch was abgeben, aber. Au! Scheiße, Dingle hat mich getroffen. Das ist ärgerlich. Oh Gott, ich bin so stark. Ja, das ist halt, wenn man Basement spielt, dann ist man irgendwann OP und dann wird es halt. Ich habe Fliegen bekommen. Ja. HP-Upgrade. Oh, okay, krass. Und nächste Ebene. Das können wir öfters machen. Können wir gerne machen. Echt cool. Hui. Huni. Ah. Na toll. Ich hasse Fliegen, aber mittlerweile geht's eigentlich. Oder kennst du diese kleinen Maden, die auf einmal so schnell werden, den Mund aufmachen? Ja, die sind aber relativ einfach, sein kompletter Raum voll, weil man muss einfach nur zur Seite laufen. Ich bin so schlecht gegen die, also das ist echt... Ich hab keinen Schlüssel für... Oh Gott, ich Idiot. Ich hab keinen Schlüssel für den Goldraum. Oh, das ist blöd. War mir auch die Schlüssel mal voll auf. Ich geh auch manchmal nicht mal in den Shop rein. Ich hätte gerade noch so 43. Jetzt gehe ich mal hier Münzen hoch. Münzen für den Shop, das wäre echt das Neues. Feuer. So. Ich habe erst gar nicht gewusst, dass es mich angreifen kann. Und dann stehe ich da und dachte, ich hätte da irgendwie unsichtbare Gegner oder so. Das lilane Feuer ist genauso böse. Hui, lilane Feuer kenne ich gar nicht. Ich kenne nur blaues. Genau, das kannst Lacker, du, wenn du das blaue wegbombst, dann macht es ja blaue Herzen. Und das lilane ist wie das blaue, bloß, dass du, dass es das einfach noch schießt. Okay, ich muss zum Goldraum. Oh, ich gehe direkt in den Boss. Ja, ich gehe jetzt auch. Wer ist das? Das ist eine Fledermaus, krass. Ist der stark? Ja, der ist ein bisschen schwieriger von der Mechanik. Ich habe ihn aber fast fertig. So HP up, Speed down und ich kann über Steine latschen. Oh Gott, der ist voll stark. Der ist stark, ja. Aber ich habe ihn fast down. Ich habe ihn ja schon down. Wenn du einigermaßen Items sammelst gerade, dürftest du halt... Ja. Ich habe auch Fallen gerade. Ja, Fallen ist bei mir einfach... Nein, das war so dumm. Ich habe so einen Typ eingesammelt, der die Herzen immer einsammelt. Der mir immer die Herzen klaut. Der ist gut. Der macht blaue Herzen daraus. Ja, aber... Echt? Ja, zu einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Glück. Boah, ich hab... Alter, ich bin so stark. Yoshi, ich fick dich. Kaputt. Ja, wie weit bist du denn? Was heißt das denn? Weiß ich nicht. Oh, Lost Contact. Geil. 4 oder 5? Weiß es nicht. Kannst du sehen, was ich alles hab? Nö, wie soll ich denn? Ich frag nur. Ich versuch's mein Leertasten-Item, weil da ist so ein Energieding.
Und guck mal, was. Ah, ich kann dann. Ich habe ein OP-Leertasten-Item bekommen, nämlich Book of Belial. Oh, gut. Okay. Book of Belial? Ich will es einsetzen! Wo setze ich das ein? Leertaste, okay. Was nützt dir das? Oh, gegen Monster oder so? Damage up. Book of Belial ist Damage up okay. Für einen Raum und muss nur 3 Räume aufladen. Und damit habe ich jetzt den nächsten Boss fertig. Meine Schere muss voll krass aufladen. Ich habe die Schere jetzt weg. Fertig. Ich glaube, du bist noch weiter als ich, aber wir könnten echt schon fast gleich weit sein. Bei mir ist alles Problem, ich gehe mal direkt noch in ganz viele andere Räume, weißt du? Ich gar nicht mehr. Ich gehe jetzt nur noch, ich laufe nur noch direkt alles die Bosse ich an. Ich habe ganz viele Pillen also, bekommen. Also Goldraum, Bossraum, wow. Goldraum, Bossraum. Ich bin Ebene 8. Ja, der Typ ist echt voll gut. Okay, das Item ist scheiße. Ich kann die Herzen nicht mal mehr einsammeln. Ich habe jetzt habe ich ein scheiß Item wieder gehabt. Zum Glück habe ich es nicht eingesammelt. Okay. Weil das war so ein hässliches Item. Ach Gott, eine Goldkiste. Was ist besser, eine Bohne oder die Schere? Die Schere. Als Leertasten-Item. Okay, Schere. Dann behalte ich die Schere. Ich weiß nicht, ob es bei Schere noch Damage abgibt, aber... Oh, wir haben auch nur noch 4 Minuten, ja? Ah, okay. Ja, wir können auch gerne länger aufnehmen. Oder ist es jetzt nur so, dass es von der Zeit her... Mir ist es egal. Es ist halt, bei mir wird es auf jeden Fall eine Folge bleiben. Deswegen. Ah, okay. Ja, ich werde es dann auch nur eine Folge machen. Also ich weiß ja nicht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt nach Zeit geht oder ob du generell so guckst, dass... Ich habe auch schon Isaac-Folgen hochgeladen, die 40 Minuten gingen. Ja gut, ich schaue auf Molly und Maudado als die... Ja, habe ich auch. Aber mehr bei Maudado, muss ich sagen. Ja, die gehen echt als knapp eine Stunde. Was ist das? Das war doch wegen dem Auge, dass ich dann... Ah, was ist denn die Perle? Was nützt sie mir? Die kleine Perle? Die kleine Perle? Unten links wird mir so eine weiße Perle angezeigt. Die ist eigentlich relativ groß. So, okay. Unten links weiß ich nicht. Oh, Guppies Pfote. Das ist nice. Soul Converter. Erste Guppy-Item. Okay, ich würde sagen, wollen wir einfach machen, bis der erste bei Ebene 30 ist. Glaub mir, das geht gleich mich richtig schnell, weil du einfach nur noch durchrennst. Sobald du mich... Ich weiß aber nicht, auf welcher Ebene ich bin. Wenn du die Ebene wechselst. Ich bin jetzt auf 9. Ich werde aber jetzt nur noch Boss. Das wird mir dann irgendwo angezeigt. Wenn du die Ebene wechselst. Was nützt denn mir? Ah, ich probiere es einfach aus. Okay, die Schere ist eindeutig besser. Dann behalte ich mal die Schere. So, Kiste. So. Oh, und ich war 9, ne? 9 ist der erste Raum, also die erste Ebene. Zack, 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 zack. Oh, meine Frage. Ich kann das Item nicht beschreiben, ich hole es mir einfach. Habit, was ist das? Habit? Wie sieht das aus? Habit, ich hab so einen Nonnenhut. So, sieht aus wie eine Nonne. Ja, ich glaube, du hast mehr Wahrscheinlichkeit für die liebe Storyline zu nehmen, ist höher, dass man dann in den heiligen Bereich nachher kommt. Du hast nachher halt die Möglichkeit, in Isaac eigentlich nach Mutters Herz dann noch in Isaac zu besiegen oder den Teufel zu besiegen. Okay. Es kann übrigens sein, dass ich dieses Video auch doch in 2 Parts aufteile. Ich weiß nicht, weil mein Internet spackt gerade rum. Aber wir können gerne bis 30 machen. Also ich kann es ja in mehrere Parts aufteilen, tun tut. So. Mir soll es egal sein. Nein, mir ist es auch egal. Wobei, wenn wir mehrere Parts haben, haben wir das Problem, dass uns nicht mehr vernünftig zeitgleich gucken kann. Oh, 10 Bomben. Ja gut, stimmt. So. So. Weil so ein paar blaue Herzen generieren. Ich würde gerne noch. Ich bin voll lang auf dieser Ebene. Ja, ich renne jetzt nur noch Goldraum, Dingsraum. Oh, Gurglings. Oh. Und egal, ich bin bei 10. Bei 10 angekommen. Was? Ich sollte bei 6 oder 5 sein? Ich bin echt noch nicht so weit. Ja, aber ich werde es. Also, jetzt geht es ja relativ schnell, wenn du jetzt schon bei 10 bist. Also. Achso, muss ich hin. Hä? Und das macht mir Schaden. Dieses Item ist kacke. So. So. Oh, geil. Ich hab Tränen, die ein Schild um sich haben und somit Tränen, die ihr entgegenkommen, abwehren. Krass, was nützt denn Moms Heel? Also die Schuhe von Mom? Du läufst schneller, glaube ich, einfach. Ah, okay. Mit den Dingern? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie auf den Dingern könnte ich nicht schneller laufen. Ich bin voll grün, ey. Ich sehe aus als, keine Ahnung. Als wäre mir voll schlecht. Ich glaube, ich muss kotzen. Oh. So, Monstro wieder. Ich bin immer noch nicht OP, das stört mich ein bisschen. Ich bin voll OP. Das heißt, du wirst gleich so viel Damage. Du wirst gleich so schnell aufholen, wenn du einfach nur noch durchrennst. Weil ich brauche immer noch relativ lange bei den Boss.
kämpfen? Ja, ich brauche halt auch noch lange, weil ich die nie treffe. Das ist mein Problem. Ich treffe halt noch relativ schlecht und sammle halt sehr viel auf, mache alle Kackhäufchen kaputt. Ich mache es direkt gegen Monstro. Ich gehe es direkt durch. So. Ach, Monstro ist echt nix. HP und Tiers up. Ah, das ist gut. Hui. So, wo sind... Ich bin jetzt bei 11. Wobei, wir können auch 20 machen und nehmen einfach bei Zeiten nochmal neu das, nochmal neu so einen Run auf. Stimmt, das könnten wir auch machen. Dann machen wir bis 20 und dann wird die Folge auch nicht zu lang. Okay, gut. Dann können wir nochmal eins aufnehmen, dann wird es halt ein bisschen kürzer. Bringt Piercing bisschen Shots. Nice, jetzt wird's richtig lustig. Oh Gott, was ist das? Meine Schüsse sind zwar gerade lang, aber Piercing Shots, du kannst durch Gegner durchschießen und triffst die Gegner dahinter auch noch. Oh krass, also... Ah, cool. Aber die Gegner vorne triffst du dann trotzdem noch, oder? Ja, du machst überall Schaden an allen Gegnern. So, ich will direkt zum Boss durch. Ich will mich die 20 ganz schnell knacken. Nützen mir der Goldbarren. Wenn du getroffen wirst, droppen die Gegner dann halt direkt was. Ah, okay. Oh, Monstro, was ist los? Das ist noch ein besonderer Monstro, Schaden. Du spuckst, aber ich merk's nicht. Ah, das ist so schön. Ich liebe diese Schildtränen. Und da ist ein Damage up. Endlich. Und geh direkt eben zum Boss rüber, ich will dich aufholen. Ja. Mann, aber ich habe halt keine Ahnung, wo der Boss ist, das ist auch blöd. Deswegen, ich finde auch die Pille mega geil, wenn man so, Speed down, verdammt. Wenn man Ding direkt sieht, die ganzen Geheimräume. Ja, das ist wirklich geil. Das finde ich echt geil. Was ich jetzt gerade aber generell geiler fände, wäre einen Itemraum und dann eine Map drin. Okay. Wo man dann halt wirklich schnell die Räume anlaufen kann. Aber jetzt muss ich das hier wieder nehmen. Ich hab zu viele blaue Herzen. Ich kann keine blauen Herzen mehr einnehmen. Ja, ich kann auch nichts mehr. Was nützen mir eigentlich schwarze Herzen? Was sind blaue Herzen? Schwarze Herzen, wenn du kaputt gehst, dann wirst du bei schwarzen Herzen einmal Damage machen an allen Gegnern im Raum. Ah, okay. Ja, das ist praktisch. Ich brauch Schlüssel. Was ist das? Tears up. Damit so viele Münzen wie möglich, damit ich halt ganz viel Schaden mache. Alter Schwede. Ja, ich renn nur noch durch. Ja, ich bin jetzt auch beim Boss angelangt. Okay. Larry Junior und fertig. Ja, ich auch. JR heißt da Junior, ne? Ja. Und Krampus! Oh mein Gott! Ich bin auch direkt tot gleich. Okay, ist mir egal, ob ich Schaden kriege bei dir, Krampus. Das ist mir egal. Wo sehe ich eigentlich? Weil ich hab's eben immer noch nicht gesehen, auf welcher Ebene ich bin, als ich fertig war. Das steht doch Basement irgendwas. Oh mein Gott, mach ich. Ah, okay. Was ist mit die Klammer? Geh mal rein. Und so, jetzt kommt. Ebene 13. Ich komme langsam die Ziel näher. Und ich bin auch langsam relativ... Was ist das denn? Shortridge. Ah, okay. Alter, meine Tränen, wenn sie aus mir rauskommen, sind einfach so groß wie mein Kopf. Und werden dann halt kleiner. Das ist mega lustig, das Alte. Die werden immer kleiner, je weiter sie fliegen. Aber sie sind halt mega riesig, wenn sie rauskommen. Glaube, ich bin im Basement 9. Ich habe es gar nicht gescheit gesehen. Ich glaube, das war... Ja doch, sollte 9 sein. Das sind ja römische Zahlen, also die kann ich ja lesen, aber... Nee, ich kann nicht lesen. Und Krampus-Kopf. Oh, und zack, Boss besiegt. Oh, instant. Ist das? Instant ist Boss das besiegt. Boss? Ich hab instant den Boss besiegt. Oh, krass. Mein Gott. Ich kämpfe gerade gegen einen Boss, den ich gar nicht kenne. Das ist so Pferd und jemand, der fliegt. Und ich habe schwarzes Herz verloren. Krass. Ich habe ihn besiegt. Oh nein, ich habe was nicht aufgesammelt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Item war. Scheiße. Ich bin direkt in den Raum rein. Alter, sehe ich gruselig. Was ist das denn? Wenn ich stehen bleibe, ändere ich mein Aussehen. Das ist irgendwie creepy. Du willst gar nicht wissen, wie creepy ich aussehe. Ich werde es mir angucken, definitiv. Oh Mann, ich sehe so hässlich aus, ey. Wie im Real Life. Nein, okay. Meine Item-Kombo ist so behindert. Ich habe nämlich, ich kann nämlich in den Nahkampf sogar gehen, ohne Schaden zu bekommen. Ja, von wegen, du bist nicht OP, ey. Ich bin jetzt... Ja, man wird in diesen Basement-Runs immer OP. Das ist halt das Lustige. Ich da könnte eventuell... Nee, warte. Und im Endeffekt rennst du ja nur noch zu den Bossen instant hin. Also ich mach die Gurglings jetzt innerhalb von 5 Sekunden sind die tot. Maximal. Was? Ja, ich weiß halt nie. Also ich finde halt die Bossräume nicht. Pretty Fly, I found Pills, Lemon Party und Paralyse. Ja, danke. Und mein Herz kann ich ja nicht aussammeln. Ich bin ein fliegender Kopf. Alter, bin ich ein fliegender Kopf? Oh, stimmt. Der macht's ja dann mit blauen Herzen. Eine Pille? Speed down. Aha. 15. Echt? Ja. Krass, ich bin gerade mal bei 10 oder 9. Ach, egal. Hier ist der Boss. So, direkt reingehen. Und gegen Larry Junior. Der sollte auch relativ schnell zu besiegen sein.
Hoffe ich zumindest. Aber dafür, dass du es noch nicht so lange spielst, geht das ja gerade ganz gut. Ja, ich glaube, ich habe jetzt 8 Spielstunden. Ja, sollten schon hinkommen. Glaube ich, ein bisschen mehr. Ein bisschen, also ein kleines bisschen. Was ist denn eigentlich die Schraube? Das habe ich nie verstanden. Screw. Boah, keine Ahnung, müsste ich sehen und selbst dann weiß ich es nicht immer. Ich bin jetzt auf 11 schon. Hm? Okay, ich dachte, ich wäre jetzt gerade mal bei 10 angelangt. Eine Fliege, was nützt mir die? Also ich seh schon fast nichts mehr, ne? Best Bud. Oh, ich bin noch hässlicher geworden. Ja, Larry Jr. 3, 2, 1 und tot. Eine orangene Pille. Hoffentlich. Black up. Oh, sehr gut. Schade, ich wäre gerne Guppy geworden. Guppy ist eigentlich mal ganz lustig bei den Basement-Sachen. So. Hier mal hinsetzen. Ich sehe mich einfach nicht mehr, wenn ich schieße. Das ist irgendwie sehr annoying. Oh Mann, ich muss mir deinen Part auf jeden Fall anschauen. so gespannt. Und eine Fledermaus. Kills töten. Ja, so, Kills töten, genau. Kills töten. Wenn man jemanden killt, dann ist er tot. Oh nee, Gemini ist so scheiße. Ich finde Gemini echt schrecklich. Also, ach, Gemini ist ein Boss, der ist echt nicht meins. Besonders am Schluss, wenn er dann so schnell ist. Gemini, welcher war das denn nochmal? Geht's ja, weil ich krasse Sachen hab. Oh, schau's dir an. Okay, ich werd's mir anschauen. So. Zack, da ist der nächste Boss. Sprengen. Und Boss. Okay. Geil, ich bin in den Bossraum reingelaufen und der Gegner war sofort tot wegen meinem Item, was ich mitgenommen habe. Krass, ich sollte mal mein Ding-Item verwenden. Mein Leertasten-Item. Sollte ich echt mal verwenden. Lol, die waren ja direkt down. Alter, sehe ich jetzt gruselig aus. Nein. Und wenn ich stehen bleib, verwandle ich mich in eine gruselige Statue. Das ist wirklich creepy. Ich habe ein schwarzes Herz verloren. Herzen? Du verlierst noch Herzen? Ja. So, und echt direkt weiter. Erstaunlich. So, zack. Ey, stirb! Oh, Schlüssel. Nee, den Schlüssel hätte ich gerne. Hallo, stopp. Ich glaube, ich gehe auch gerade zu YOLO rein. Mir ist es scheißegal, wenn ich gerade Herzen verliere. Ja, das ist aber auch sowieso jetzt sowieso egal. Ja. Aber jetzt passiert ja eigentlich in der Regel nichts mehr. Ja, okay, davon ist direkt der Boss und ich lauf. Oh, wieder Gurglings, ey. Aber die machst du ja mittlerweile One-Shot. Ja, One-Shot mache ich noch nicht. Ich sehe schon, wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch so über eine halbe Stunde immer und jetzt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, keine Ahnung, 10 Minuten Runs bis Raum 30. Ja, klar. Oh Mann, ich übe einfach, dank dir. So, ich bin jetzt 13. Okay. Überholen werde ich dich zwar nicht mehr, aber. Was? Wie genial ist das denn bitte? Ach, er schießt mit mir. Ja. Oh Gott. Mongo Friend. Ey, jetzt habe ich was für den Titel. Mein Mongo Friend. Ich hatte gerade auch einen Raum, wo einfach nur so ein kleines Kackhäufchen war. So, dann ist und Monstro. Tot. So. Ist das der Monster mich auch direkt down. Und oh geil, ich hab nochmal Luck up. Ich hab gleich. Luck up, was nützt denn das? Also Glück, aber inwiefern? Wenn du an Spieleautomaten gehst. Ich bin in Level Ebene 19. Okay. Bomben, natürlich. Oh. Lass dir Zeit, ne? Mr. Mega, wo waren nochmal Bomben? Da waren Bomben, ne? Ja, ich hab Riesenbomben. Bomben. Ach, lass dir Zeit mit der Ebene. Ich brauch noch. So, schnell da rund. Kurz da hoch. Die Karte hier kurz nehmen. Ernsthaft, ich hab Schaden gefressen. Ich hab eine Karte genommen gegen Famine. Okay. So, ich hab gerade tatsächlich gegen, Scheiße. Ich spawne ja Spinnen, wenn ich Leute töte. Macht sie dir weh? Ich hab 1000 Spinnen um mich rum. Was? Cube of Matt? Was ist mir das? Das ist wie so eine Beschützerfliege. Wenn du drei davon einsammelst auf Dauer, dann kriegst du Meat Boy. Kennst du Meat Boy das Spiel? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegst du dann so einen Beschützer. Oh, ich sehe meinen Lebensleiste nicht. Das ist so, das finde ich auch mal gemein. Die Flüche. Ja, das ist. Ja, okay. Nein, ich wollte gar nicht. 1 plus 1 gleich. Was ist das für eine Infestation? Geh mal da unten rein. Hier ist ein Spielautomat. Mal schauen, ob ich da was bekomme. Ich gebe aber nur bis 15 Münzen aus, denn... Ja gut, das war's. Oder bis 16 Münzen. Nein, ich brauche einen Schlüssel.
Ich sehe nichts, das ist eine Pille. Hast du keine Schlüssel? Ich habe 5 Schlüssel, 5 Bomben, voll viel. Ich habe elendig viel. Okay, der letzte Boss für mich dann. Monstro! Echt? 3, 2, 1 und tot. Krass, ich gehe jetzt schon in den einen Boss da rein gegen Larry. Ich bin jetzt, glaube ich, Basement 13 oder 14, ich weiß es gerade nicht. Gut, ich gehe doch mal ein, zwei eben noch weiter, okay, aus Spaß. Machen wir so lange, bis ich 20 habe. Okay, machen wir das so. Was ist besser? Achso, nein. Okay. Oh, eine Pickaxe habe ich. Ich habe eine Minecraft-Axe gefunden. Oh, wie cool. Die brauche ich nur. Halt, jetzt kannst du bauen. Ich kann abbauen. Kannst du Minecraft spielen? Ja, ich kann die Minecraft spielen. Alter, drei coole Spiele kombinieren. Ich habe keine Ahnung, was für ein Manage. Ich nehme das hier einfach mal mit. Karte einfach. Alter, sind meine Schüsse groß. Hier, das ist ein Kackhäuschen. Ich liebe diese Basement-Runs, die sind so behindert. Man beendet sie ja auch sowieso nie. Man kann sie ja nicht beenden, weil es geht ja in die Unendlichkeit rein. Deshalb sind sie auch so behindert. Sie sind itemmäßig. Oh cool, ich kriege jetzt immer 2 Schlüssel und 2 Bomben und alles. Okay, nächster Boss tot. Okay. Ja, weiter geht's. So, ich hasse Fliegen. Irgendwie. Ich mag Züge. Oh, ich habe einen BH. Ist der BH besser oder die Schere? Ich benutze mal den BH. BH gruselst du die Gegner weg. Oh, nee, dann nehme ich lieber die Schere. Ja, ich habe einen Kampf. Klar, bei der Ansicht. Dem Anblick. Hä? Schon wieder so eine Karte, welche mir einfach nur Schaden macht. Da kommst du. Oh nein, Dingel! Da kommt so der Fuß von Mom runter und verhaut mich. Bäh. So. Und Dingel ist direkt down. Geil. ein Pilz. Blue Cap. Oh, wie sehe ich jetzt aus? Krass. Ich bin jetzt in Basement 16. Krass. Geht aber echt sau schnell. Ja, hinten raus geht's halt mega krass schnell. Also sagen wir so, ich bin jetzt Startboss, bin Boss durch. Oh Mann. Es ist nachher einfach nur noch lustig. Je nachdem, was für eine Item-Kombo man hat, endet es halt in einem anderen Extrem. Die Sensen sind ja, nachher klar, auch ganz lustig. Habe ich mal bei Holly gesehen, als Holly den Basement gemacht hat. Okay, was nutzen einen die Sensen? Die fliegen dann einfach so. Du siehst Alter, einfach. Ich sehe jetzt erst, wie krass ich bin. Oh, also wie ich aussehe. Ich sehe einfach nur noch aus wie so eine Verschwörung. Ich kann so schnell und stark schießen. Ich habe so riesen und schnelle Drehen. Das ist echt krass, und dazu halt noch doppelt, und dann habe ich noch einen Begleiter, der halt auch mitschießt und. Oh, ich habe ein Herz, das kenne ich schon, aber ich weiß nicht, was mir das nützt. Gemini, hi! Ciao, Gemini! Und 17! Damage! Ja, als hätte ich nicht genug! Oh, der Boss ist kacke. Aber ich habe den jetzt eh direkt down. Ja, ab einem gewissen Punkt wird es einfach nur noch durchrennen. Ja, es gibt so ein paar Bosse, da denke ich mir, oh, an dem wäre ich eigentlich schon längst gestorben. Oh, noch. Ja, okay, noch ein weißes Herz, so, natürlich. Oh, weiße Herzen hatte ich noch gar nicht gerade. Also ja, auch gerade mein erstes, ja. Und ich glaub, bei mir ist einfach mega Spinnenparty. Und Monstro, ciao, Monstro. Ich glaube, ich werde mir gar nichts von den Münzen kaufen, denn umso mehr Münzen ich habe, werde ich ja stärker. Ja, stimmt, du hast ja. Hätte ich auch gerne, da hätte ich sogar noch mehr Damage. Ich bin auch bei 99 Münzen dauerhaft. Und ich habe gleich komplett. Die direkt in den Boss rein. Gemini, oh. Du solltest sowieso OP sein gerade. Also in sowas von OP? Das ist nimmer normal. Aua! Lass mal. Oh, ich bin in einen Gegner reingelaufen. Ich hab ein Pflaster, Old Bandage. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht. Und was nützt du mir? Oh, Steam Sale! Nice! Alles zum halben Preis. Als hätte ich nicht sowieso schon genug Geld. Bandage war auch, glaube ich, HP-Upgrade und noch was anderes, bin mir auch nicht sicher. Okay. Vielleicht bekomme ich ja nicht immer Schaden, wenn ich getroffen werde, ich weiß es nicht. Eine Bandage ist. Und ja, Speed und Range up. Oh mein Gott. Ich noch schnell einen Goldraum. Oh, ich habe so ein Vieh. Ich habe voll viele Viecher, die mit mir fliegen. Meine Armee, meine Mongo-Armee. Ja, Mileur und ihre Mongo-Armee. Ich glaube, ich nenne es auch Let's Play the Isaac. Oh, Let's Play Isaac Together wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich hab das falsche Taste gedrückt. Keine Ahnung, ich geh da mal raus. Oh, ich hab ein Herz verloren, dann kann ich das holen. Was ist das? Unicorn Stump, was bringt das? Oh, jetzt werde ich angerufen.
Ja, Mama, ich kann nicht, ich muss auflegen. Ich komm gleich. Was ist? Warte, sag mal hallo, ich bin gerade in der Aufnahme. Sag mal hallo. 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 Und tschüss. Sie hört mich leider nicht. Oh, gut, jetzt habe ich erstmal Zeit verplempert. Sie hat nur gesagt, ich soll den Müll runtermachen. So. Will ich eigentlich vorhin schon machen, aber... So, zack. Zack, ab zum gesagt, Boss. Hoffentlich werde ich dich angerufen. Verdammt. Monstrous ja, tot. Oh, ich wurde irgendwo hingeportet, lol. Schlüssel. Ah, jetzt den habe ich jetzt auch gehabt. Pillen. Ich nehme einfach mal hier die Lockdown, beiden Sachen mit. Schade. Und noch irgendwas. Gut. Und ein Pilz. Oh, Magic Mushroom. Der macht mich größer und stärker. Krass. Und gibt mir, glaube ich, noch ein Herz, ja. Jetzt habe ich gar keine silbernen Herzen mehr. Fällt mir gerade auf. Hast du nur noch rote? Ja, und schwarze. Okay, schwarz, also silber, stimmt, blau habe ich mir so auch schon nicht mehr. Also silber oder blau, ich habe hier eine Farbenschwäche. Ich denke mal, das ist... Das ist eigentlich, ja, ist ein silberblau. Ja, silberblau, ne? Und ich will den... Oh, ich habe auch so viele Freunde. Ich habe ganz viele Freunde. Ja, wir haben beide eine Armee. Also meine Armee ist die Mongo-Armee. Vier Stück und ungefähr 50 fliegen. Oh Mann. Also nicht fliegen, sondern spinnen. Ich will direkt gegen den Boss spielen. Wo ist der? Ja, genau. Du hast ja gegen Gemini gekämpft, ne? Jetzt, ja. Ich habe jetzt so ein Teil von Gemini an mir dran. Der hängt jetzt und ich ziehe an mir hinterher. Das ist so behindert. Oh, süß. Alter, ich bin so fett, ey. Du musst mal meine Drehen sehen. Die sind so big, ey. Ja, riesig. Ja, genau. Deine sind riesig. Ich verstehe schon. Ja. Welchen Junge würde ich jetzt sagen, boah, habe ich dicke Eier. Aber kann ich leider nicht. Tut mir leid. Musst du mir mal eine dicke Eier nachher angucken. Ich hab gefurzt. Also mein Isaac hat gefurzt. Vielleicht hast du das Münzen-Einsammel-Furz-Item. Geil. Alter, Monstro ist auch gleich direkt down. Und down. Jetzt down. Er konnte gerade einmal über mich drüber springen. Oh, Säumilk? Nee, Säumilk will ich jetzt nicht mehr. Nicht mit der Item-Kombo. Da wäre Säumilk jetzt ein bisschen... So, ich sollte vielleicht schon bei 20 sein. 19. Ich schau mal. Und ich bin auf Ebene 20. Die letzte Ebene dann für mich. Und wie beende ich dann? Beendest du von alleine, oder? Nö, wir gehen einfach nachher raus, quasi. Okay. Du musst einfach dann nachher escape und dann beenden, weil, wie gesagt, sonst geht's in die Unendlichkeit hinein. Ja, Die Ebene schaffe ich noch! Die Ebene schaffe ich noch! Ha, die nächste schaffe ich auch noch! Du schaffst das! Du bist in 20 gerade? Du schaffst das! Oh, noch ein Devil dran. Ja, aber ich lasse mir gerade Zeit. Oh, Teleporter. Nee, dann nehme ich nicht mehr die Schere. Weil die Schere will ich jetzt mal verwenden. Alter! Meine Tränen! Was denn? Die auch so fett bei dir? Ja, aber jetzt erst richtig. Alter. Ja, genau. Das sind auch fast so groß wie mein Kopf, ey. Das ist nicht mal normal. Meine Tränen sind ungefähr gerade... Ja, fast so groß wie der Kopf, ne? Oh, ich habe gerade eine XL-Ebene. Meine Tränen sind so größer als Monstro. Was? Hä? Oh, warte, Leertasten-Item? Okay. Ja gut, die letzte Ebene. Ja, meine sind größer als als Monstro. Gut, dann würde ich sagen, was ist jetzt bei mir? Okay, dann ich flieg sogar. Ich bin doch ein Dämon geworden. Schaut beim lieben Yoshi vorbei. Unten in der Videobeschreibung natürlich der erste Link und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Andersrum genauso und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao, cheerio. Ciao.